So, willkommen VlogFam zu meinem neuen Vlog am 27. August 2018. Es ist Montag und 8 Uhr 51. Richtig nice, Leute, früh genug. Bin um 6:45 aufgestanden, also vor einer Stunde ungefähr. 6:45, 7:45, sorry. Vor einer Stunde ungefähr. Mir geht's gut, ich hab gut geschlafen. Ich hoffe, euch geht's auch gut und ich hoffe, ihr habt auch gut geschlafen. Jetzt steht Beine an, ich freue mich drauf, Leute. Geil, Beinpresse wieder, dann Beinkreuz im Liegen, Kniebeugen, Waden und Bauch. Vielleicht mache ich noch eine zusätzliche Übung für Beine, muss ich mal schauen. Ab dieser Woche ja höchstwahrscheinlich wieder dreimal Beine. Muss ich aber entscheiden, je nachdem, wie es meinem Knie heute nach dem Workout geht. Aber jetzt momentan fühlt es sich gut an. Ich hoffe, das bleibt natürlich so. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Vlog. Danke natürlich fürs Einschalten, Leute. Ich gebe alles und ich versuche es so spannend und so cool wie möglich zu machen. Das ist ja eigentlich, der Vlog hier ist ja eigentlich mehr so ein Trainingstagebuch. Und dann noch alle anderen Sachen, die passieren, die recht cool sind, werden auch mit aufgenommen. Oder wir sprechen über interessante Themen oder sonst was. Also eigentlich im Grunde nur ein Trainingstagebuch mit ein paar speziellen Themen oder Unternehmungen mal. Leider gab es gestern keinen Abenteuer-Vlog, weil die Haselnuss keine Zeit hatte, aber den gibt es nächsten Sonntag definitiv wieder. Genau, Leute, wird ein cooler Vlog, bleibt auf jeden Fall dran. Ich gebe mir, wie gesagt, Mühe. Jetzt geht's gleich ins Gym. Das heißt, wir sehen uns dann wieder nach dem Training und nach dem Cardio. Danach muss ich einkaufen, ich brauche Magerquark und Blumenkohl, weil ich keine mehr habe. Genau, da gibt es nichts mehr zu sagen, Leute. Wir sehen uns straight nach dem Training, straight nach dem Cardio, straight nach dem Einkaufen. Haut rein, wünscht mir viel Kraft, ich gebe alles und lasst die Legs leiden und brennen. Bis dann, haut rein und... Yo, FitFam, wir sind wieder zu Hause vom Training, vom Einkaufen und vom Cardio. Es ist 11.57 Uhr und wir haben 5.895 Schritte. Gekauft habe ich 1 Kilo Blumenkohl und 2 Kilo Magerquark, also 4x500 Gramm. Und Sojasauce, weil ich heute ja nicht zu Haselnuss war und ich mein Abendessen mit meiner Sojasauce essen möchte. Ja, ich bin ein Routinemensch und ich mag Veränderungen ist eher weniger. So, Beintraining, wie war das Beintraining? Ich habe ja gesagt, ich hoffe, dass es gut wird, weil das Knie echt nicht gezickt hat in der Früh und es war gut, es war richtig gut. Ich habe gemacht 6 Sätze Beinpresse mit 335 Kilo, 5x8 und im sechsten Satz 10. Hier immer 60 Sekunden Pause. Und ja, ich zeige euch den sechsten Satz hier. Weil ich ja letztes Mal den PR mit 350 auf der Beinpresse gemacht habe, 6 Reps, probiere es heute mal 355. Gesagt, getan, ich habe 6 Reps geschafft, das heißt ein PR. Der Satz mit 355 Kilo kommt hier. Ich bin so, ja, ist Power, ist halt echt gut, dein Knie ist überhaupt nicht, ist ganz normal alles, geil. Freue mich mega, probier's 375 noch. Also ein neuer PR. Einfach so viel wie es geht. Ich habe 6 Reps geschafft. Keine Ahnung, warum ich mit 355 auch nur 6 gemacht habe, wenn ich mit 375 schon 6 schaffe. Auf jeden Fall kommt der Satz hier. Geil, Leute, und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich da jetzt 6 Reps schaffe, gell, dann mach's doch noch gleich ein mit 400. Gesagt, getan, ich habe 3 Reps gemacht und beim vierten habe ich Hilfe gebraucht vom Spotter. Den Spotter, der mich gespottet hat bei den 400 Kilo, werde ich unten in der Description Box verlinken. Mega nett von dir, danke, Digga, der hat mich auch auf YouTube abonniert, freut mich übelst, dass du mir geholfen hast und für die beiden Abos, Instagram und YouTube, mega nice. Auf jeden Fall habe ich 3 Reps gemacht und einen vierten mit seiner Hilfe. Der Satz mit 400 kommt hier. Geil, Leute, ich habe es so gefeiert, Mann. Und meinem Knie geht es mega gut. Richtig geil, so muss es sein. Mein Knie wird wieder gut mit der Zeit. Das freut mich so gut. Ich bin so glücklich gerade. Einfach das beste Beintraining, das ich seit Ewigkeiten hatte. Richtig nice. Dann haben wir noch gemacht 12 Sätze Beincurls.
immer 45 Sekunden Pause, weil es heute im Liegen war, also beidbeinig und immer so viel wie es geht. Ich habe 4 Sätze mit 60 Kilo gemacht, habe ich leider vergessen zu filmen. Nicht schlimm, weil ich noch 4 Sätze mit 65 gemacht habe. Da kommt der vierte Satz hier. Mit 70, da kommt der vierte Satz hier. Letzte Beinübung war Kniebeugen, 6 Sätze, 150 Kilo, 5x3, 1x4. Eigentlich wollte ich ja hier in den Wiederholungen steigern, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mir dachte, nee Mann, mach deine 3 bis 4 Reps und steiger lieber das Gewicht. Aber nicht heute, weil du heute 9 Sätze Beinpresse gemacht hast statt 6 und 3 PRs hintereinander rausgehauen hast. Lasst es, dann habe ich nur 150 gemacht, 6 Sätze, eben 3 bis 4 Reps, 45 Sekunden Pause hier. Ich zeige euch den sechsten Satz mit 4 Wiederholungen hier. Gut, ich habe mich mega gut gefühlt, mega saubere Technik, keine Schmerzen, geiles Mind-Muscle-Gefühl und einfach absolut nice. Ich reibe bloß gerade meine Beine, weil ich ja Cardio gemacht habe. Und deshalb tun sie ziemlich weh. Also die haben davor schon weh getan und jetzt nach dem Cardio noch krasser, weil ich bin 40 Minuten rumgegangen. Auf jeden Fall freut mich das übelst. Dann habe ich noch 10 Sätze Waden gemacht, 22 Sätze Bauch. Fertig. Jetzt geht es mir gut, Leute. Ich lade die Dateien schon rüber. Ich warte jetzt, bis sie drüben sind. Dann sehen wir uns beim Essen wieder. Es gibt wieder 2 Energy Cakes und 500 Gramm Magerquark. Dann werde ich ein bisschen Videos bearbeiten und dann Homeworkout, duschen und ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich beim Essen, Leute. Haut's rein, bis dann und Servus. So Leute, jetzt gibt's 500 Gramm Magerquark. Wird jeden Tag geiler. Orange Kiss und Schwarzwälder Kirsch, das sind die letzten beiden davon. Danach habe ich nur noch Schoko, aber ich kann ja bald wieder bestellen. Dann werde ich mir bestellen Cookies and Cream und Honeycomb. Da freue ich mich drauf, Leute. Ich esse das jetzt. Danach ein bisschen Video bearbeiten. Dann Homeworkout. Wir sehen uns wieder nach dem Homeworkout, nach dem Duschen. Dann sage ich euch, wie es Homeworkout war. Es steht Army an. Wieder mal, wir geben alles. Bis dann, Leute. Ich genieße es. Ich habe mega Hunger. Geil, Leute. Bis dann. Servus. Gentlemen, es ist jetzt 6 Uhr, wir haben unser Homeworkout durchgezogen. Ich habe mich ja bei der letzten Übung, also bei den letzten beiden Übungen für Bizeps und Trizeps gesteigert. Richtig geil, Leute, ich zeige euch das Homeworkout hier. Arme waren mega auf Pump und dadurch wachsen die Wichser. Ja, dann habe ich schon gegessen. 500 Gramm Hähnchen und 250 Gramm Blumenkohl. Ich zeige es euch hier. Dann nichts mehr. Ich habe meinen Reis heute nicht vorgekocht, weil ich den entweder frisch mache oder mir eventuell am Abend
Energy-Keks gebe oder eventuell gar keine Carbs mehr esse, weil ich mal etwas ausprobieren möchte. Wahrscheinlich esse ich gar keine Carbs mehr. Weil Energy-Keks habe ich keinen Bock momentan. Also jetzt gerade überhaupt nicht, weil ich habe nur noch Schoko und schmeckt mir nicht so. Das schmeckt irgendwie ein bisschen fad. Auf jeden Fall möchte ich ausprobieren, ob ich morgen im Push-Training schwächer bin, wenn ich keine Carbs esse mehr am Abend oder nicht. Aufgrund meines Meal-Timings, weil wenn ich nämlich nicht schwächer bin, dann würde ich meine Carbs gerne um die beiden Trainings herum verteilen, also dass ich quasi nach dem ersten Training, also nach dem Fitnessstudio, meine Carbs esse und dann nach dem Homeworkout, nach dem Duschen, meinen Reis dann da esse, dass ich quasi mein Meal-Timing eben um mein Training herum ein anaboles Fenster kreiere aufgrund meiner Carbs. Muss ich aber schauen, deshalb gibt es heute, wie gesagt, abends wahrscheinlich gar keine Carbs mehr, sondern nur noch mal 500 Gramm Hähnchen und 250 Gramm Blumenkohl. Das geht völlig klar, weil ich momentan eh keinen Hunger habe. Und ein Tag wird mich jetzt schon nicht umbringen. Und wenn ich dann merke, hey, morgen bist du schwach, dann werde ich es wieder am Abend essen. Und wenn ich merke, hey, du bist genauso stark oder stärker, was ich bezweifle, aber wenn ich genauso stark bin, dann werde ich in Zukunft meine Carbs um meine beiden Trainings rum essen, genau, dass ihr das wisst. Video ist bearbeitet für morgen, lädt gerade hoch. Thumbnail für das heutige Video ist hier bereits gemacht und das ist auch schon online. Jetzt gehen wir wieder eine halbe Stunde raus, bisschen spazieren, Leute, weil ich jetzt eh noch warte, ob ich zu Haselnuss fahre oder nicht. Bis dann, haut rein und Servus. Wir sind jetzt mit allem fertig, es ist 0.11 Uhr und ja, ich habe jetzt nichts mehr gemacht, wie gesagt, ich war da noch draußen. Zweimal mit der Haselnuss telefoniert. Ich habe bloß keine Zeit gehabt zum Vloggen, weil ich den PC bestellt habe, Monitor bestellt habe, Tastatur bestellt habe, Maus bestellt habe und das war's. PC musste ich erst zusammenstellen, deshalb hat das alles ein bisschen gedauert und deshalb habe ich heute relativ wenig aufgenommen. Ich werde euch jetzt auch nicht mehr sagen, was in dem PC alles drin ist und auch nicht, wie er aussieht. Das ist eine Überraschung. Sobald er da ist, werde ich ihn euch zeigen mit dem Monitor und mit der Tastatur und der Maus und allem. Und ja, das ist wie gesagt eine Überraschung und deshalb schaltet es in jedem Vlog ein, beziehungsweise es wird dann sowieso im Titel stehen, dann wisst ihr es. Nichtsdestotrotz war heute ein guter Tag, mir geht's gut, ich bin happy und es ist 11:45, also sehr früh heute. Wir sind mit Instagram schon fertig und mit YouTube und jetzt gehe ich dann pennen. Richtig nice, Leute. Freue mich voll, dass ich so früh ins Bett komme heute. Und ja, wie gesagt, was habe ich noch gegessen? Das habt ihr ja gesehen. Hähnchen 500 Gramm und 250 Gramm Blumenkohl. Sprich, wir haben heute 2488 Kalorien. Seht ihr das? Das ist 500 Gramm Magerquark, die zwei Energy Cakes, Kilo Hühnchen und 500 Gramm Blumenkohl. Fühlt sich gut an. Ich fühle mich lean, ich fühle mich gut. Und ja, wie gesagt, bis zum 30. Oktober werden die 3884 Kalorien jetzt noch durchgezogen. Wie gesagt, heute ging es nicht, dass ich so viel esse, weil ich das ja testen möchte, ob ich morgen schwächer bin. Da werdet ihr dann im morgigen Vlog ein Review oder eine Antwort darauf finden. Und deshalb schaltet es auch morgen natürlich wieder ein. Was war heute? Richtig geiles Beintraining, richtig geiles Armtraining, überall gesteigert, mega nice. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs Beintraining. Ich glaube echt, dass ich jetzt dreimal die Woche Beine mache, weil kennt ihr das von Gary Vee? Der sagt immer, focus on your strength and not on your weaknesses. Strength ist voll das krass schwere Wort, strength. Aber die Mehrzahl, strength. Das ist keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und nicht on your weaknesses, also nicht auf meine Schwächen. Meine Schwäche ist der Oberkörper. Nichtsdestotrotz wird der natürlich trotzdem weiterhin fucking hart trainiert und wird sich mega den Arsch aufgerissen. Aber ich werde jetzt wieder meine Beine mehr trainieren und auch, dass meine Taille jetzt schmaler wird, weil ich ja Fett verliere. Und durch den Gürtel werden die Beine natürlich noch krasser aussehen. Und genau das ist mein Ziel, dass ich fucking lean bin mit richtig fetten Oberschenkeln, aber nicht so eklig fette, dass sie dann so aussehen. Das möchte ich nicht, aber ich habe eh so eine schöne Form. Deshalb glaube ich, ist das, also es ist nicht angeberisch oder so, aber meine Form ist wirklich schön. Da habe ich Glück gehabt, Genetik. Und deshalb glaube ich, dass die nie so eklig aussehen werden. Ich hoffe es jedenfalls, aber wie gesagt, Beine steht jetzt zu 80% dreimal an. Wie gesagt, morgen ist Push und dann Pull und dann entweder Beine am Donnerstag oder wieder Push. Das muss ich schauen, Leute, das werdet ihr dann sehen. Deshalb schaltet ihr natürlich auch da wieder ein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Beine ansteht. Und vielleicht mache ich auch eine Woche dreimal Beine und eine Woche dreimal Push. Vielleicht mache ich es auch so. Pull bleibt immer zweimal, weil es reicht. Oder mache ich 30 Sätze. Und ja, jetzt
Jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Ach ja, meine Schritte noch. Gemacht habe ich heute 14.339 Schritte. Richtig, richtig fucking geil, Mann. Ich find's mega. Wenig gegessen und fucking viel Schritte gemacht. Geil Sport gemacht. So muss das sein. Und das ist einfach das. Bodybuilding und Training ist einfach mein Leben. Das ist mega. Und YouTube ist noch geil, weil ich das nebenbei machen kann. Das heißt, nebenbei, eigentlich würde ich das schon gerne hauptberuflich machen. Aber da fehlen mir leider noch die Abonnenten. Und wie gesagt, ich. Aber das kommt. Ich gebe auf jeden Fall nicht auf. I'm not gonna stop. Nie im fucking im Leben, Mann. Und ja, jetzt habe ich mir bloß noch Vitamin C rein und Zink. Und ja, Instagram würde ich natürlich auch gern noch besser werden, aber wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit. Einfach weiter dranbleiben, geilen Körper aufbauen und richtig lean werden und dann gute Fotos, gute Videos machen, weiterhin vloggen und schöne Fotoshootings und vielleicht ein paar Viral-Videos, bei denen ich einige weiß, was ich machen könnte. Das wird auf jeden Fall auch noch folgen. Ob sie dann viral gehen, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es, aber sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und jetzt haue ich mir den Kack rein, oder dann gehe ich ins Bett. Wie gesagt, morgen Push und Homeworkout. Homeworkout morgen 16 Sätze Brustpresse, 16 Sätze Rudern, 8 Obergriff, 8 Untergriff. Wird geil, ich freue mich. Morgen dann wieder 3884 Kalorien und das Review zu meinem Mealtiming. Wie gesagt, das werdet ihr dann morgen auch erfahren im Vlog, beziehungsweise auch sehen, ob ich dann stärker oder schwächer geworden bin. Weil bei Brust merke ich das immer als erstes, deshalb habe ich es heute erst gemacht, beziehungsweise habe ich es heute halt gemacht. Und ja, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Morgen fahren wir zu Haselnuss. Und die ist auch eingeschlafen, einfach nicht mal gute Nacht geschrieben, weil sie ist einfach eingeschlafen, aber das hat sich verdient. Die soll von mir aus 100 Stunden durchschlafen, wenn sie dann besser geht, weil sie schon ziemlich fertig ist momentan. Klar, Instagram, YouTube, ihr Pferd, zweimal die Woche dann arbeiten, dann immer vorproduzieren, das schlaucht schon wirklich, das muss man schon sagen. Aber sie zieht es gut durch und da bin ich stolz auf sie. Und ich ziehe auch weiter durch, Leute. Wie gesagt, jeden Tag Vollgas. 100, 300, 400, 500, 600, 1000%. Und ich freue mich darauf, wenn die Legs wieder wachsen und die Taille noch schmaler wird. Ich habe auch überlegt, ob ich mir ein Korsett kaufe. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Aber muss ich schauen, wie viel sowas kostet, weil eigentlich ist es ja nicht teuer. Und selbst wenn es 100 Euro kostet, ist es ja wurscht. Ich schaue einfach mal und ob ich mir das dann auch wirklich zulege, ist natürlich eine Frage. Muss ich schauen und ein paar Sachen lesen dazu, ob das wirklich so gesundheitsschädlich ist, weil man ja alles zusammenquetscht. Oder ob das unbedenklich ist, wenn man es nicht so extrem macht, weiß ich nicht. Könnt gerne eure Meinung dazu da lassen, wenn ihr darüber Bescheid wisst oder wenn ihr eine Ahnung davon habt oder was denkt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt habe ich mir das Zeug, Leute, dann geht's pennen. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Schlaft's gut, träumt's was Schönes, gute Nacht. Danke fürs Zuschauen, haut's rein und Peace.